Wir können beim allerersten Online-Tagebuch von zwei verrückten Hühnern namens Anastasia und Emilia. Ja, wir haben auch Spitznamen namens Anna, Emmy. Genau. Ja, wir haben auch eine Band, die Abkürzung lautet TDV. Ich werde irgendwie nicht kapieren, aber ist es egal. Wir haben es ist auf jeden Fall nichts Ärztliches. TDV klingt wie eine Röhreform. Also TDV, ey. Nein, jedenfalls, ich bin der Spaßvogel. Sie ist ein bisschen... ja, wir hatten heute auch schon Besuch von einer Freundin. Die heißt Pippi. Und die wollte dann abgeholt werden. Keine Ahnung warum. Die war halt den ganzen Tag schon komisch drauf, hat sie. Nichts gegen dich, Pippi, aber es stimmt. Also, du warst halt ein bisschen in dich selbst versunken. Ne? Ja, jedenfalls, sie hat einen Freund, der sich nicht bei ihr meldet. Ein Arschloch! Ja. Und... Sie ist Single. Also wenn jemand sie will, dann bitte melden. Ich knall die gleich eine, ich sag das. Also jedenfalls, ich bin 11, sie ist 12. Wenn du jetzt auch noch sagst, dass ich auf Schüler-CC bin... nein, ich bin nicht auf Schüler-CC, stimmt nicht. Muss man schon sagen. Wenn ihr dieses Video mögt, dann geht auf Facebook und like it. Liked oder unliked, aber dann meint sie nicht so ernst, ihr wisst. Crazy! Sicher? Sollen wir dich wieder in die Psychiatrie stecken? Ich war nie in der Psycho! Tja. Wir wissen auch warum. Weil wir sonst immer dich verloren haben. Und wenn ihr auf YouTube seid, also wenn ihr es anguckt, könnt ihr auch gerne YouTube. Ja. Könnt ihr auch gerne einen Kommentar schreiben. Genau. Hier unten. Also hier unten auf der Kommentarliste. Ich denke wieder irgendwas. Naja, jedenfalls. Das war die erste Folge. Ich werde sie jetzt in die Psychiatrie stecken. Alter, ich muss da nicht rein. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir werden auch noch viele weitere machen. Ich hab hier noch was. Den Boxhandschuh weg, der sowieso schon voll gekotzt ist. Like it as. Ich meine sie nicht so ernst. Sicher? Sicher. Boxhandschuh her. Danke. Ja, okay, also die wollen es doch auch. Sie redet mit Postern, also ich weiß auch nicht ganz. Ihr